So, der Tempel von den New Dawn Spinnern ruft. Und da fahre ich natürlich stilecht mit einem Motorrad runter. Wuhu! Wow! Voilà! Moped ist best. So, dann schauen wir noch mal, wie wir da reinkommen. Hier ist alles voll. Das Geile ist, ich hätte mir garantiert auch so ein Gabelstaplerfahrzeug nehmen können und mir das dann hier einfach neben den Zaun stellen können, um darüber zu kommen. Das würde funktionieren. Also man kann mit denen überall hinfahren. Oder mit dem Motorrad. Von da oben rüber springen. Könnte auch gehen an einer knappen Stelle. Naja, gucken wir mal. Nehme ich aber mal lieber erstmal noch die Elektroschockpistole. Schauen wir mal, ob wir über den Haupteingang reinkommen. Ach, sogar offen die Tür. Na, danke dafür. Ja, wunderbar. Na, dann kundschaften wir die Gegend mal aus. Pete, melden. Pete? Okay, das machen wir anders. Nehmen wir unseren kleinen Freund und steuern ihn einfach mal rein. Nur aufpassen, dass nicht gerade einer seine Runde da dreht, die Abhänge. Geil ist, ich kann mir die ja wieder zurückholen. Aber wofür genau habe ich denn jetzt mir das Ding hier aufgehackt? Moment mal. Also, soll er hier nochmal in Deckung gehen? Schauen wir uns das nochmal mit der Drohne an. Sehe ich jetzt schon, dass da unten voll die Sportwagen drin stehen. Da unten ist noch mal, ist auch noch mal ein System. Das scheinen aber alles geschlossene Systeme zu sein, oder? Okay, brauche ich doch die andere Drohne. Dann geht's da scheinbar tiefer rein. Rein. Wenn ich mal ansatzweise wüsste, wo ich bin.
Ah ne, das ist bloß ein Kreis. Hier geht's irgendwie weiter. Entweder nach da. Ne, nach da nicht. Bitte lass das nur ein Weg in eine Richtung sein. Okay, und schon sind wir in der Garage drin. Und alles Sportwagen, oder? Ja. Und wir... Oh, geil. Geil. Very cool. Aber gibt's hier gar keinen Weg ins Gebäude selber rein? Ist ja komisch. Komm hier weiter durch, aber bringt mir ja mal eher gar nichts. Okay, wir gucken uns mal ein bisschen woanders um. Also hier haben wir schöne Gartenanlagen. Bringt aber erstmal nichts. So, da vorne Sicherheitskräfte am Haupteingang. Das sollte wahrscheinlich nicht allzu sehr überraschen. Vielleicht gibt es aber noch irgendwo einen Seiteneingang. Hier sind bloß Fallen, da geht es nicht rein. Vorne gibt es irgendwas zum Einsammeln. Das ist aber im Gebäude selber. Oder? Ne, das ist da unten. Ah, da komme ich sogar ran. Lackierung. Jetzt sind wir aber schon fast wieder außenrum. Hm. Design vom Gebäude ist auf jeden Fall sehr, sehr schick. So, und das ist hier der hintere Bereich. Dann werfen wir doch nochmal einen Blick mit der Drohne da rein. Also da geht's aus der Garage. Da würden wir reinkommen. Könnte versuchen... Glück gehabt. So, also hier ist der Altar. Hier ist das Pad. Wo ich ran will. Ne, hier oben will ich ran. Dass hier alles Glasfenster sein müssen, ist ein bisschen scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Was
Das heißt, ich kann das ja auch einfach mit der blöden Drohne machen. Was mache ich denn hier? So, dann kommen wir von oben rein. Dann machen wir den so. Der kann nach oben, der kann geschlossen werden. Dann kann der wieder eingedreht werden. Zack. Das nächste frei, nächste frei. Ich mache mal so rum, dann setzen wir dich so rum. Kannst du da lang? Ne, Moment. So rum. So rum. So rum. Ne, hacken. Das muss Jimmys Aufzug sein. Ich habe den Geheimlift freigeschaltet. Hast du das gerade tatsächlich gesagt? Was? Stimmt doch. Gut, dass ich da recht schnell hingerannt bin, sonst wäre das ein tiefer Fall geworden. Willkommen auf Stufe 5 von New Dawn und Glückwunsch zu deinem spirituellen Aufstieg. Danke, hab mich schwer bemüht. Wer baut denn sowas? Ich meine, das ist doch sowieso eine Verarsche, diese ganzen komischen Religionen da. Das war die falsche Reihenfolge. Wir sehen hier New Dawns geheiligte Besitztümer. Die Grundlage ihrer kompletten Religion. Ganze Reihen von alten sumerischen Tafeln. Hier drin ist ziemlich viel irrer Scheiß, aber das ist was Besonderes. Warum sind die nicht im Museum? Ich meine, was gibt der Kirche das Recht, sie vor uns versteckt zu halten? Finden wir es raus. Oh, hier steht nicht berühren, aber... Hey, ich will sie echt anfassen. Nur ein bisschen, na los! So viel echte Geschichte. Ich meine, ich bin so froh, ein Teil von all dem zu... Nein, 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 nein! Die sind gefaked? Das ist alles Bullshit. Leute bekehren sich zu New Dawn, zahlen Millionen Dollar, bevor sie die hier sehen dürfen. Und das sind Fakes? So falsch wie alles, was diese Kirche verspricht. Hey, ich wollte die Geschichte noch erfahren. Jetzt geht's mir besser. Ab nach Hause. Aber ich will doch noch die Wahrheit wissen. Das ist ungünstig. Das ist echt schade. Also, dass wir das jetzt echt, dass wir schon so weit wären, aber leider diese eine Komponente, die ganz schön weit weg ist. Es ist echt anstrengend, dahin zu kommen. Naja, dann zahlen wir mal weiter. Zusammen sprechen sie von einer Endzeit.
100 Jahren in der Zukunft, die uns alle vereint, in der ursprünglichen Form des Besuchers. Ich freue mich schon drauf. Oh, ganz schöne Anlage, die sie da gebaut haben. Leute, Leute, pst. Kommt rein. Ich präsentiere New Dawn. Denzek wollte der New Dawn-Kirche auf den Grund gehen und hat Verbrechen und Korruption gefunden. Sie kaufen Unmengen an persönlichen Daten, um sie gegen ihre Gegner einzusetzen. Vielleicht gibt es von euch allen schon eine Akte. Wir übergeben alles, was wir gesammelt haben, an unsere üblichen Verteiler. Lest es, überprüft es. Ihr werdet zum gleichen Ergebnis kommen wie wir. New Dawn ist eine Verbrecherorganisation, die ihre Mitglieder einschüchtert, damit sie ihr Leben zerstören und ihr Erspartes an sie abtreten. Aber glaubt uns nicht blind, denn wir haben einen Gast. Hallo, ich bin Jimmy Siska. Ihr kennt mich vermutlich aus ein paar guten Filmen von vor der New Dawn Gehirnwäsche und bevor ich ihren Befehlen gehorchen musste. Als Freunde von mir die Methoden der Kirche hinterfragten, verschwanden sie. Als ich danach fragte, wurde ich gegen meinen Willen entführt und eingesperrt. Die Polizei ermittelt bereits aufgrund meiner Aussagen. Und was steckt hinter dieser Kirche? Was ist hinter Tür 5? Ich lasse es meine Freunde von Deltek demonstrieren. Deltek bringt euch die Wahrheit. Macht, was ihr wollt. Oh, kommt schon, Leute. Ihr solltet mir danken. Moment, das haben die jetzt alles schon... Das haben die alle so, alles so schnell schon zusammengecuttet, während ich hier noch am Start bin? Okay. Oh, Moment. Dann machen wir es aber stilecht. No, 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 no. Welchen nehmen wir denn? Die sind alle so schön. Ich glaube, ich nehme einen von denen hier. Die sind besonders schön. Geil. Damit fahre ich jetzt auch zur nächsten Mission. So, natürlich gab es für diese wichtige Aufklärungsarbeit gab es natürlich Klamotten geschenkt. Wie das immer so ist, bei WikiLeaks, da kriegen sie auch ständig die ganze Zeit irgendwelche Klamotten geschenkt. Der Snowden, mein Gott, was hat der Klamotten geschenkt gekriegt? Der Hammer. Der freigeschaltet haben muss. Eine Klamottenbelohnung. Irrsinn. Ich sag Ihnen, Irrsinn. Hier, E-Card-Challenge. Das finde ich geil. Dabei habe ich jetzt ein viel zu gutes Auto, um hier an irgendwelchen E-Card-Challenges teilzunehmen. Wo sind wir überhaupt? Oh, war ich jetzt gerade kurz vorm Silicon Valley gewesen? Ah, hier, das ist diese. Das ist dieser Forschungsanlagekomplex. Und hier ist ein Rennen. Ich geb's auf. Ich werde einfach alles hinschmeißen. Was ist los? Ich bin Student an der Oakland Advanced Tech. Wir nehmen an Noodles E-Card Challenge teil und verlieren ständig.
Die Nobelschulen können wir nicht schlagen. Vor allem Stanford. Die werden von großen Firmen mit Technik unterstützt. Wir sind nur Oakland. Es hat keinen Sinn. Hey, Oakland hat Energie und Biss. Oakland kann es schaffen, Mann. Ich bin aus Oakland. Mir gefällt, wie du denkst. Willst du unser Fahrer sein? Im Ernst? Jemand muss es machen. Ich bin dabei. Ich heiße Marcus. Schön, dich zu treffen, Marcus. Ich bin Taylor. Viel Glück beim ersten Rennen. Das ist so geil. Wenn er wenigstens ein... Also, so schlau können ja dann die Leute von der Oakland-Uni nicht sein, wenn sie nicht mal ihren Fahrer fragen, bist du eigentlich ein guter Fahrer? Hast du irgendwie, außer dass du sagst, ey, Oakland ist geil, hast du irgendeine Referenz dafür, dass du ein guter Fahrer bist? Ja, würde ich mein Geld ehrlich gesagt auch lieber nach Stanford tragen. Naja. Wollen wir mal nicht so sein. Ach wie, die Rennen sind jetzt doch dann draußen irgendwo. Ich hätte jetzt gedacht, dass es hier auf dieser Strecke ist. Oh, rush me to the burn unit. Geht's noch ein bisschen langsamer? Die Steuerung so wahnsinnig direkt sein muss. Das nervt echt ein bisschen. Fühlt sich halt kein Fahrzeug so richtig wie ein Fahrzeug an. Ja, auch die Arme. Obwohl es irgendwie niedlich ist, auch mal so ein Slow-Mo-Rennen zu fahren. Oh, jetzt wird es hier aber zäng. Wenn ich jetzt Turbo könnte, aber kann ich ja nicht. Schön gemein, dass man hier ganz hinten starten muss und dann hier aber irgendwie überhaupt keinen Vorteil hat, um da ranzukommen. Wow, was ist denn da los? Ich komme da nicht, selbst wenn ich voll Gas gebe und voll ordentlich fahre, ich komme nicht ran. Windschatten bringt bei der Geschwindigkeit mal gar nichts. Obwohl es natürlich total geil wäre, wenn sich herausstellt, dass die Fahrzeuge irgendwie manipuliert sind und sich dann nochmal so eine Mission ergibt, nach dem Motto, finde heraus, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Ich komme da nicht ran. Selbst. Wir können sie einfach nicht schlagen. Also, mit einer ordentlichen Batterie käme das Ding viel besser aus den Startlöchern. Aha. Ergibt aber Sinn. Mal sehen, ob ich eine finde. Ordentliche Duracell. Sehen wir, da kommt doch noch eine Mission hinterher. Jetzt geht's nämlich los. Ach komm, lad ein bisschen schneller. Laden Sie bitte heute noch Ihr Videospiel fertig. Danke. Danke, danke, danke. Besorge eine neue Kartbatterie. Und schon habe ich wieder eine Aufgabe. Die holen wir uns da vorne. Und... Dann gibt es hier noch was zu tun und das ist schon wieder die nächste Hauptoperation. Dann würde ich sagen, machen wir hier mal, besorgen wir uns mal die nächste, in der nächsten Folge hier die Batterie. Also, bis denn!